Survive the nights. How many nights will you survive? So, und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Survive the Nights. Wir sagen einfach mal erstmal, es ist ein Let's Test, weil Survive the Night, ihr seht es oben, ganz oben rechts, Unlisted Early Access. Das ist noch wirklich ganz früh, das Spiel. Ich habe ein Presse-Key, nennt man das ja, Presse-Key dazu bekommen. Die Vögel zwitschern, ein Presse-Key dazu bekommen. Und ihr habt ja auch gerade den Text gelesen, dass das wirklich noch ganz früh ist. Es gibt viele Sachen, die man noch nicht machen kann. Es gibt viele Bugs natürlich, sehr viele Bugs. Ich habe es mal ganz kurz angetestet und ich muss ehrlich sagen, es macht sehr viel Spaß. Es ist sehr spannend, sehr schwer. Bockschwer. Sagen wir einfach mal so. Es ist sehr schwer. Aber es macht es eben auch aus. Das Problem ist eben an dem Spiel oder bei den meisten Survival-Horror-Zombie-Games, man spawnt ja immer in der Walachei. Da die Karte aber riesengroß ist, ich glaube, das war 65 Quadratkilometer groß, soweit ich mich erinnere, ist das schon richtig groß. Und wenn man dann irgendwo am Arsch der Welt spawnt, dann ist das natürlich schon ein ganzes Stückchen weit. Aber wir versuchen das jetzt mal zusammen, Leute. Ich habe meinen Charakter, wo ich schon mal angefangen habe zu spielen, wo ich wirklich Kilometer gelaufen bin, habe ich auf einem Server. Da gehen wir natürlich jetzt nicht drauf. Man kann hier einstellen. Ich spiele im Moment auf High. Ich habe lange Zeit auf Ultra gespielt. Es ist noch nicht so viel Unterschied zu sehen, glaube ich. Kommt noch was dazu. Es gibt natürlich viele Abstürze. Es gibt sehr viele Lags. Manchmal kleine Lags, manchmal wirklich lange Lags. Aber das müssen wir dem Spiel eben am Anfang noch verzeihen, weil es ist wirklich noch sehr früh. Übrigens ist das ein 5-Mann-Team, die das Spiel hier gerade machen. Und für ein 5-Mann-Team und für das, was man hier jetzt gleich sieht, ist das eigentlich recht gut. Wir lassen das mal auf High, wir gehen auf Play und man sieht USA. Es ist alles voller USA-Server. Man hat hier einen EU-Server, ist glaube ich der einzige mit 15 Slots. Da habe ich nämlich drauf gespielt, da werden wir jetzt nicht drauf gehen, weil dort mein Charakter im Moment gespeichert ist. Wir werden mal rund, ach, hier gibt es noch einen. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das gewesen ist. Guck mal, ich habe gedacht, gäbe nur einen. Okay. Das testen wir mal. Hier ist noch einer. Ach, guck mal. Leider kann man hier nicht draufklicken. Es ist noch nicht. Diese Funktionen funktionieren leider noch nicht. Sonst, ihr wisst ja, klickt man auf Player, dann kriegt man alle Player nach oben. Das ist in dem Spiel jetzt noch nicht integriert. Wird bestimmt alles noch nachgeholt. Die Entwickler sind übrigens sehr offen für Fragen oder Bug Reports, das wollen die natürlich haben. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Das Spiel ist ja auch im Moment bei Steam nicht mehr gelistet. Das hat der Entwickler aber extra so gemacht, weil wir jetzt in der Testphase sind und der Entwickler möchte nicht, dass. Ich denke mir, das hat er natürlich nicht gesagt, aber ich denke mir mal, er möchte nicht, dass das Spiel jetzt schon mit ganz vielen Kommentaren zugepostet wird, wie das Spiel noch nicht gut funktioniert. Das ist ja Logo. Wir sind hier in der Testphase, deswegen will der Server, der Entwickler die Server oder besser das Spiel ein bisschen geheim noch halten. So, wir gucken mal ganz kurz. Ich will hoffen, dass wir jetzt nicht auf einen Server kommen, wo ich drauf spiele. Ich gehe mal hier auf so einen EU-Server. Scrollen wir mal ein bisschen runter. Hier 6 Mann drauf. Ich will hoffen, dass das jetzt nicht von Server zu Server übernommen wird. Mal gucken. So, jetzt connectet er und da unten steht es auch, wie viele Prozent jetzt noch geladen werden. Geht recht schnell. Und mal gucken. Day 1. Okay, wunderbar. Dann willkommen, Dexo 23, beim ersten Tag. Oh, das ist ja cool. Das ist endlich mal was. Ich bin sonst immer am Arsch der Welt gespawnt. Wir sind doch sowieso wieder am Arsch der Welt. Aber wenigstens haben wir hier mal so eine Fabrikhalle. Das ist schon mal was Cooles, Leute. Also, worum geht es? Survive the Nights. Also, überlebe die Nächte. Es ist kein H1Z1.
Oder Just Survive, wie es jetzt heißt. Oder sie haben sie, glaube ich, wieder zurückgenommen, glaube ich, den Namen. Dann, es ist nicht Seven Days to Die oder DayZ. Wir können keine Base bauen, aber wir können uns irgendein Gebäude, von mir jetzt auch hier diese riesengroße Fabrikhalle, irgendein Gebäude als unsere Base auserkoren und dort drin so gesehen die Türen mit Verriegelungssachen verschließen, mit Fallen versetzen, mit allem drum und dran. Ihr habt das ja auch ganz am Anfang, habe ich euch den Trailer gezeigt. Der Trailer ist natürlich auch noch in der Early Access, da ist ein Haus, da müssen wir vielleicht auch mal hin, in der Early Access Phase gewesen. Man sieht das natürlich auch, es sind viele Bewegungen noch nicht wirklich sehr, sehr schön. Also man kann nicht bauen, sondern man kann in Häusern eine Base bauen. Das ist schon mal ganz cool. Ich werde euch nachher auch ein paar Häuser zeigen. Die Häuser sehen ganz, ganz, ganz nett aus. Und es gibt auch viele Sachen, die noch integriert werden. Das ist das Menü. Sieht noch, das Buch gefällt mir sehr schön. Ist ein bisschen umständlich, ist ein bisschen zu verstehen, was man hier gerade machen muss. Also das ist ganz einfach zu erklären. Ne? Man sieht es hier sofort. Ja, Hunger und Durst und so weiter und so fort. Das ist die Tasche, Backpack, hier steht's. Das ist die Tasche, die man gerade hat. Man hat eine leere Flasche dabei. Man hat hier so eine Lampe. Zeige ich euch mal ganz kurz. Ist übrigens sehr, sehr gut, weil die Nächte sind sehr, sehr dunkel. Ne? Ne? Wo ist die Lampe? Ah, da kommt's. Okay. Mit dem Mausrad kann man die Lampe rausholen. Sieht aus wie eine kleine Kamera am Anfang, ist aber keine. Wenn man mit der linken Maus da drückt, dann packt man so ein Ding aus und dann kurbelt man hier an diesem Dynamo. Und dann, wenn der aufgeladen ist, dann kann man nämlich mit der rechten Maustaste Licht machen. So, hier sieht man so ein bisschen Licht. Ist für die Nacht ganz gut. Brauchen wir aber jetzt nicht. Packen wir weg. Wir brauchen jetzt gleich die Fäuste. Zombies sind sehr stark. Zombies sind nachts, na klar, wie in jedem Zombie-Game auch, sehr aktiv. Aber tagsüber draußen gar nicht aktiv. Dafür verstecken die sich in den Häusern. Umso größer, jetzt sage ich euch das so, umso größer das Haus ist, umso mehr Schatten ist in dem Haus, umso mehr Zombies verstecken sich dort. Ja, genau das ist nämlich das, was ich jetzt hier gerade sehe. Ich glaube, das ist das größte Haus auf der ganzen Karte. Also ist ein bisschen Popo, Das ist eine Arschkarte. Übrigens, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Bugs. Es kann noch sein, ich steige gerade übrigens über den Zaun drüber. Die Zombies können leider noch durch viele Wände durchglitschen und das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, hier glänzt es aber richtig ganz toll. Wir suchen Items. Wir suchen Waffen. Wir suchen irgendwas, weil wir brauchen irgendwas. Wir müssen uns verteidigen, weil mit den Fäusten kommen wir echt nicht weit. Hört ihr das? Nicht den Magen von mir? Da haut. Das sind die Zombies sind ja auch hier in dem Gebäude, wie ich schon gesagt habe. Und die. Ach, guck mal hier. Ne, ich wollte gerade sagen, hier ist eine Kiste. Der klopft da hinten gegen die Tür. Das Problem ist, ich könnte mich jetzt dort nähern, aber ich habe Angst, dass da schon der erste Zombie durch die Tür flutscht. Und dann ist unser erster Tag schon vorbei, weil dann kriegen wir es echt auf die Fresse. Man könnte durch die Scheibe sehen. Man sieht auch durch die Scheibe, da ist einer. Da, wo ich den Punkt hin zeige, das ist ein Zombie, der läuft da so ein bisschen herum. Ich will den jetzt nicht aktiv machen, weil ich habe Angst, dass die wieder hier durch die Wände glitschen. Wie gesagt, ich habe es mal getestet, bevor wir hier losspielen und bevor ich hier irgendwelche großen Frame-Einbrüche habe oder sowas. Oder man kann es einfach nicht spielen und ich mache mir hier die ganze Mühe umsonst. Habe ich es kurz getestet und es lief eigentlich ganz gut. Wir haben immer so ein konstante Frame von. Ah, hier, komm mal. Oh, hier ist was. Okay, das nehmen wir mal mit. Wir brauchen wir sowieso alles. Ich weiß gerade nicht, was es war. Gucken wir mal, was ist denn das? Was ist denn das? Ein Öffner, ja, aber Öffner für was? Ein Do Ah, das ist ein Dosenöffner oder was? Okay. Das ist gut. Das ist eine gute Sache, weil man kann, wie jetzt. Ich habe ja sehr, sehr lange H1Z1 gespielt und da kann man ja die Dosen einfach nehmen und öffnen und fressen. Das ist hier nicht so, man muss die Dosen auch öffnen. Und dann hat man aber auch nur rohes Futter.
Das muss man dann auch noch alles kochen und dann braucht man noch ein Feuerzeug und das findet man ja alles irgendwie alles nicht. Das ist Spiel ist, wie gesagt, noch sehr, sehr früh alles und man findet hier noch sehr, sehr, sehr wenig. Manchmal auch gar nichts. Dann ärgert man sich die ganze Zeit hier schwarz, weil man hier die ganze Zeit überall rumläuft. Hier die Mülltonne ist auch leer, schade. Natürlich alles so ziemlich amerikanisch angehaucht, ne? Man merkt, woher es kommt, das Spiel. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht irgendwas mitnehmen kann. Da klopfen sie gegen die Tür. Ich will ganz ehrlich nicht in das Gebäude. Matratzen, hier steht das, man kann hier drauf gucken und dann E drücken, dann kann man Sachen nutzen. E to start lock out. Man kann hier, ich kann auch drauf drücken. Dann kann ich nämlich hier einen sicher auslocken eben. Man kann hier einen sicheren Point machen, wo man sich ausloggt und dann, wenn man auf dem Server kommt, dann kann man hier wieder einloggen. Und ist dann genau dann an dieser Stelle und stirbt auch nicht, weil ich glaube, wenn man sich einfach so ausloggt, dann steht man rum und wird dann gekillt. Hier ist nichts weiteres. Ist alles ein bisschen kopiert. Das ist da hinten das gleiche und da vorne wieder. Also klar, wir wollen jetzt nicht da. Ich beschwere mich jetzt nicht darüber, ein Fünf-Mann-Team hier das so mega Spiel zu machen. Wichtig ist natürlich, wir müssen auf die Sonne achten. Und wir haben keine Uhr. Die Uhr ist unsere Sonne. Wenn die untergeht, wenn der Schatten kommt, dann flutschen hier die Zombies aus den Häusern und da kommt schon einer durch die Tür. Seht das da hinten? Ich habe keine Schnitte gegen den. Ich habe keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Da muss ich echt aufpassen. Ich muss sowieso gucken, weil das ist ja ein öffentlicher Server, wo ich gerade bin. Ihr habt ja gesehen, wo ich gerade drauf bin. Also, wenn ihr mitspielen möchtet, ihr habt das Spiel vielleicht schon bekommen, weil das ist. Nicht viele haben das Spiel bekommen. Man konnte anfragen. Nicht jeder. Man muss nicht unbedingt Let's Player sein oder sowas. Man hätte anfragen können und die Entwickler, die geben dann auch nochmal einen Key raus. Das ist gar kein Problem. So. So. Da unten links sieht man die Konsole. You searched for item, but found nothing. Ja, wir haben jetzt hier gesucht. Das sind übrigens die einzigen Ressourcen, die man. Hoppala. Die einzigen Ressourcen, die man einfach so abarbeiten kann, wenn man keine Werkzeuge hat. Vielleicht finde ich hier was. Zombie ist einfach durch die Tür gelaufen, blöder Arsch. Also jetzt, ich bin ganz ehrlich gesagt froh, dass ich das gerade mit euch starte und es ist Tag. Bei den anderen Malen bin ich dann irgendwie gefühlte 10 Minuten im Dunkeln rumgelaufen. Das ist nicht so pralle. Ist auch nichts zu finden. Ich suche irgendwie vielleicht eine Waffe, irgendwas, womit man mal zuprügeln kann. Guck mal durch die Scheibe. Da hinten sind Zombies. Da. Ah, cool. Take, los. Komm hier noch rangucken? Ne? Ich will jetzt hier keinen aufschrecken von der. Gucken wir hier nochmal rein. Ach, guck mal hier. Okay. So, wir machen das hier vom Acker. Das Gebäude ist nämlich total unsicher. Warum ich das weiß, weil ich hier in der Nähe gespawnt bin. In der Nähe, was heißt in der Nähe? Ich bin hier wirklich auch noch über die ganze Prärie gerannt. Wo war das Haus? Wir hatten hier ein Haus vorhin. Die Sonne ist gleich weg und dann geht's echt ab. Wir müssen ja überleben. Nachts überlegen. Und das ist hier eben das Problem, weil wenn ich jetzt gleich ein Haus finde, bedeutet das nicht, dass ich sicher bin. Ich muss mich versuchen. Ja, super, ich habe was bekommen. Unten links sieht man es. Ich muss versuchen, so gut wie möglich in dem Haus still zu bleiben und nicht viel Geräusche machen. Und dann habe ich vielleicht eine kleine Chance, dass ich eben nicht von Zombies überrannt werde. Ich hatte eben ein Haus gesehen und das will ich gerne erstmal für kurze Zeit beziehen. Shit, ey, wo war das? Wo warst du? Oh, nee. Ich bin doch hier auf das Haus, hier drauf zugelaufen. Ich meine.
Nicht die Beine brechen. Unser Ziel ist übrigens, wir haben natürlich auch Ziele, das werde ich euch gleich noch zeigen. Ich werde mal erstmal laufen, weil die Sonne ist gleich weg. Ihr seht, da hinten ist gleich Feierabend. Und ich muss so schnell wie möglich das Haus finden. Ja, jetzt guckt euch das an, jetzt kommen die Schatten. Und dann wird es ganz schnell dunkel. Und wenn ich dann hier draußen rumlaufe, im Wald geht es noch. Überall, wo Zivilisation, oder mehr oder weniger Zivilisation ist, das heißt gesehen Straßen, Häuser, Gebäude, da ist, oh Mist, wo war das denn noch? War ich nicht hier oder war ich auf der anderen Seite? Ich war doch hier. Hab ich eben nicht das Haus hier gesehen? Mist. Hier war eine Straße, okay. Noch zwitschern die Vögel, das bedeutet, es ist noch Tag. Da ist das Haus. Da ist das Haus. Wir müssen schnell dahin, bevor... Oh, das schaffe ich nicht mehr, bevor die Sonne... Die Sonne ist gleich weg. Arschkarte. Die spawnen jetzt gleich alle hier und dann geht's rund. Es gibt natürlich dann wieder ganz verschiedene Zombies, wie dicke Zombies. Die sind ein bisschen langsamer und... Oh, ich habe keine Stamina. Wir kommen. Halt aus. Noch bis zum Haus. Komm, dann kannst du Pause machen. Dicke Zombies, langsamer, stärker. Dünne Zombies, schneller und nicht so stark. Kann man umknieten mit der... So, jetzt müssen wir aufpassen, dass hier kein Zombie drin ist. Oh. Okay, wir müssen. Shit. Okay. Wir haben jetzt gerade... Hoffentlich ist nicht nur einer drin. Dann haben wir echt die Arschkarte. Okay. So. Puh, Leute. Ich zeige euch mal ganz kurz unser Menü. Ich habe noch 63 Leben. Ich nehme jetzt mal unsere Taschenlampe. Ich weiß nämlich, dass es bei euch nämlich jetzt nur dunkler wird, als es bei mir wirklich ist. In der Aufnahme ist es nämlich immer ein bisschen dunkler. Jetzt spawnen die alle. Die Vögel sind übrigens nicht mehr da. Jetzt hat man ja gerade die Raben gehört. Es gibt keine Scheiben. Wir müssen echt aufpassen. Das, was Gutes hier ist ein Schild. Da müssen wir uns gleich mal dran orientieren. Oh, Ravioli. Das ist schon mal super. Ich gucke mal weiter. Mit E nutzt man, das ist ganz, ganz klar. Man kann jeden einzelnen Schrank selber durchsuchen. Guck hier übrigens immer, das ist in der rechten Seite, ist das Kitchen-Kabinett und dann. So, das ist ein Ofen. Ich zeige es euch mal ein bisschen im Licht hier so. Das ist der Ofen, den kann man auch wirklich nutzen. Aber hier steht es auch unten drunter. Man braucht erst die Elektrizität. Also wir brauchen dann einen Generator und so weiter und so fort. Dann können wir hier das Ding auch zum Laufen bringen. Und dann können wir hier drin auch gucken, also kochen und man kann hier auch ein bisschen sich wärmen. Das ist sehr, sehr gut. Hier ist eine Kiste. Die ist leer, aber dieser Foodlooker, den können wir nutzen, um unsere Sachen hier reinzutun und dann auch speichern. Ich zeige euch das mal auch mal ganz kurz. Wenn man näher rangeht, dann guckt, seht ihr, dann kann man nämlich hier so ein Teil craften, hier so ein Scharnier. Dann kann man die Kiste auch zumachen für einen, damit die auch sicher ist für Items, die man vielleicht sichern möchte. So. Hier hatte ich schon reingeguckt gehabt, ne? Ja. So. Pass auf, Leute. Ich bück mich mal. Übrigens kann man auch hier machen, wenn ich jetzt an die Türe gehe. Ach, guck mal. Hier, der Schalter übrigens. Wenn ich Strom habe, dann, oder so einen Generator und den angeschlossen habe im Haus, dann kann man nämlich hier den Schalter auch umlegen. Aber das ist leider geht jetzt nicht, weil ich habe übrigens keine Glühbirne drin. Die müssen wir auch finden. Na toll. Ich kann das echt nicht abhaben, wenn hier übel... Ach, hier ist eine Glühbirne. Yes, das ist eine coole Sache, Leute. Die können wir übrigens abschrauben. Guck mal hier. Guck mal, Take. Die nehmen wir mal mit. Das ist eine coole Sache, dass man da, also man muss hier auch in dem Spiel nicht nur
hier eben in den Kisten gucken. Man muss auch mal an die Decke gucken. Und dann sieht man hier diese Lampen. So, jetzt können wir hier reingucken. Hoffentlich haben wir keine Medizin. Das ist schade. Hier ist das Waschbecken. Natürlich alles voll Blut, was denn sonst. Und hier auch ein schöner Abdruck. Ich weiß, dass es, Leute, dass es sehr, sehr dunkel bei euch ist, aber es geht irgendwie jetzt gerade nicht anders. Die Nächte sind übrigens auch sehr, sehr lange. Können wir das nutzen? Nee. Ich kann hier übrigens meine Flasche Wasser, die ich hier hierbei habe, hier ist immer unser Empty Bottle, draufdrücken. Das ist unsere Flasche. Und dann kann man hier, ups, wo ist das? Fill, also füllen. Jetzt kann ich die füllen. Jetzt habe ich hier die Wasser mit Dirty Water gefüllt. Und jetzt könnte ich die Scheiße eigentlich auch runtergurgeln, aber würde ich keinem empfehlen. Kriegt man Schaden von. Ich zeige euch das nochmal kurz hier. Hier verdurstet man, ne? Und Stamina, das versteht man ja auch alles. Dann gibt es dann eben auch Sickness, also die Krankheit, die man dann dazu bekommt. Und wenn ich jetzt hier Dirty Water trinke, dann kriege ich auch eine Krankheit dazu. Bodytemperatur sind 36 Grad. Es gibt auch in dem Spiel Wetterzeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wo ist die Türklinke? Da. Was ich übrigens sehr, sehr cool gemacht finde mit der Türklinke. Sehr, sehr schön, dass man jetzt einfach nicht nur auf die Tür drauf drücken muss. Also wenn es schnell gehen muss und ich muss weglaufen, dann wird es echt hektisch, weil ich muss auf die Türklinke klicken. Hier haben wir wieder einen Schrank. Ich bin leider gebückt jetzt, Leute, aber ich... Oh, Mann. Aber die sehen mich, sobald ich... ich finde auch wirklich nie was, ne? Sobald ich hier am Fenster rumgurke mit einer Lampe, dann sehen die mich. Wir können aber jetzt mal Folgendes machen. Wir gehen nochmal ins Inventar. Was haben wir hier gefunden? Ah, das ist, was ist das? Eine Thunfischdose, ne? Und wir haben doch hier einen Dosenöffner. Wo ist der? Wo ist denn der Opener? Ah, da. Okay. Wie nutze ich den? Eat. Ach, kann ich direkt essen? Hört ihr die draußen? Der läuft gerade am Fenster vorbei oder an der Tür. Ich mach gerade die Dose auf. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Der dreht gerade wirklich mit dem Dosenöffner und jetzt frisst er aus der Dose hier gerade. Das sieht man leider bei euch überhaupt nicht. Machen wir nachher nochmal. Aber jetzt habe ich gerade was gegessen. Wo ist es? Hier. Das sind die Kalorien, die ich gerade reingepumpt habe. 180 habe ich nur bekommen. Also 2000 kann ich essen. Das sind die ganzen... Man kann die übrigens auch bauen. Ne? Unser Ziel ist, sagen wir mal, als erstes einfach mal so ein Campfire machen. Wie es auch in jedem anderen Survival-Game ist. Aber hier ist es schon ein bisschen bockschwer, weil ich habe bisher nur Wood, also hier dieses Firewood, Brennholz. Dann das ist Zündhölzer. Die habe ich alle gefunden, aber Steine. Ich weiß nicht, wie ich an Steine komme. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt schon mal wirklich jeden Busch und jeden Stein in Anführungszeichen umgedreht, aber ich kriege einfach keine Steine, ich finde keine Steine leider. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Und wenn ich das nicht habe, ne, man drückt hier auf das hier drauf und dann sucht man Add. Dann geht das hier rüber. Und dann kann man hier, jetzt habe ich leider nichts mehr, was ich noch adden könnte, was Sinn macht. Was ist denn das hier eigentlich? Ne, ganz kurz clearen. So, gehen wir wieder auf Inventory. Was ist das? Achso, das ist die, okay. Lightbulb. Die Glühbirne. Okay. Na, ah, die Dose habe ich nicht weggeschmissen. Das ist sehr, sehr interessant. Okay. Eine Dose Ravioli. Ach, guck mal, hier steht es auch, was man dafür bekommt. Ah, guck mal, Dehydration geht auch, nochmal hoch mit 5, weil da ist auch ein bisschen Flüssigkeit drin. Okay, jetzt Sickness 5%, weil es nicht gekocht ist. Anguckt. Ich habe eben Unlocked gelesen. So. Gibt's hier? Ah, guck mal hier. Versteckt. Mann, nichts. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich zeige euch mal einen Zombie hier draußen.
habe aber gerade eben eine um das Haus schleichen sehen. Draußen laufen jetzt circa, keine Ahnung, also locker 10 oder sowas rum, locker. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich mache jetzt hier mal so ein Save und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich will hoffen, dass es dann gleich mal wieder hell ist, weil wie gesagt, die Nächte, wir müssen echt auf die Sonne und auf den Horizont achten, dass es irgendwann mal ein bisschen orange wird, dass die Sonne hochgeht. Sonst sind wir hier echt voll gearscht, weil draußen sind viel zu viele Zombies und wir haben noch keine Waffe, wir können uns überhaupt noch gar nicht wehren und in der Dunkelheit auch hier die ganze Zeit rumzulaufen, ist auch echt... Krieg echt hier. Oh, mal hier, die ist wie eine Glühbirne. Die nehmen wir noch mit. Kann ich da schon drauf zugreifen? Nee. Die nehmen wir noch mit, bevor wir offline gehen. So. Guck, da ist sie. Okay, cool. 2 Lämpchen. Ach, guck mal, das sind 3. Wieso habe ich denn 3? Hm, okay. Dann habe ich eben schon mal 2, 3, eine mehr, als ich gedacht habe. Okay, Leute. Ich hock mich jetzt hier in die Ecke. Warte, bis der Tag anbricht und wir machen das mal so. Ich mach kurz einen Cut, bleib hier kurz in der Hocke und wenn der Tag gleich anbricht, dann mache ich mal ganz kurz die Aufnahme, bevor es hier zu Ende geht, nochmal an und dann zeige ich euch mal, was passiert, wenn dann der Tag anbricht. Weil das Spiel, das heißt ja Survive the Nights, zählt ja den Counter runter, wenn man eine Nacht überlebt. Und das ist das Schöne hier, dann kommt dann nämlich nochmal kurz Switcher von dem Vögel und ein bisschen Musik dazu und dann steht dann dort, wie viele Tage man überlebt hat und dann gibt es so eine kleine Strichliste. Das ist ganz gut gemacht. Also bis gleich. So Leute, man hört jetzt schon das Vogelgezwitscher. Aber noch, man sieht übrigens auch das draußen. Ich könnte eigentlich mal die Lampe ausmachen. Oh, ich glaube, man sieht eben mehr ein bisschen so. Ist okay so. Ich stehe mal kurz auf. Jetzt sieht man draußen. Ah, da draußen ist übrigens ein Zombie. 2. Da. Die kommen jetzt gerade übrigens auf das Haus drauf zugelaufen. Day 2. Weil die versuchen jetzt nämlich ins Haus gekommen. Zombie killed. 1. Night survived. 1. Wie viele Kilometer ich gelaufen bin und so weiter. Jetzt laufen die auf mich zu und deswegen machen wir jetzt hier mal schnell Schluss und in der nächsten Folge flüchten wir mal. Ciao.